Moment. Was? Wo? Bubu, Kuckuck, verschwinde! Hellblade TV, einen schönen guten Abend, herzlich willkommen, danke für den Follow. Warte mal, was ist denn das? Haha. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. So, okay. Ich höre da überhaupt gar keinen Geruf. Wir gehen jetzt mal in die Einstellung und schalten die Musik ab. Weiterspielen. Oh oh. Oh oh. Ja, jetzt höre ich oh aus. Ich glaube, wir müssen nochmal in den Hafen eben zurück und uns das Klopfzeichen nochmal geben lassen. Chrissy Craft. So, das sollten wir nochmal, wir sprechen nochmal mit Galef eben. Chrissy Craft, danke für den Host. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Wie war noch gleich das geheime Klopfzeichen? Ja, das vergesse ich auch immer. Ich glaube, es liegt an der Musik, die sie auf dem Markt spielen. Die bringt mich immer vollkommen durcheinander. Also, das Klopfzeichen geht so. Hast du es jetzt? Ich glaube. Ich glaube auch. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Ich dachte, man fragt mich. Ich komme jetzt nicht in die zur dunklen Gasse hin ohne... Kann ich mir was in die Ohren stopfen hier? Vielleicht die Erdnüsse? Olivers Erdnüsse sind viel keimiger als Lonzos. Einige Bazillen haben sogar Farben, die ich noch nie gesehen habe. Sieht aus, als sei ich endlich in der Zivilisation angekommen. Der hat dich darauf hingewiesen, ich habe das total überhört. Ja, hatte ich auch. Ah. Ah, Galef, hast du uns diese neue Rekrutin besorgt? Klar. Nach all den Jahren endlich ein neues Gesicht. Janosch wird ausflippen und dann auch noch eine Frau. Jetzt wird uns niemand mehr auslachen. Die Musik wird ja auch in den anderen Bildschirmen gespielt, ne? Und nicht nur in dem halt, ne? So, jetzt wollen wir aber auch. Ja, das war das Richtige. Das könnte hinkommen. Das kommt hin. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Oh, könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Na gut. Was ist jetzt? Ja, was denn jetzt? Ey, komm. Ich komm gleich raus. Nein, warte. Tja, leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Wolltest du nicht klopfen? Alles klar. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Ich muss Go Was finden. Ist jetzt? Wolltest du nicht klopfen? Nein, das war das Neue. Nein, warte. Ja, denk wie ein Troll. Das ist das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach den Rhythmus vom Marktplatz nicht aus dem Ohr. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Ja, ich muss Goal finden. Können wir uns kurz auf das Problem... Ich muss Goal finden. Ja, ich will doch zum Marktplatz zurück. Ich habe doch die Musik wieder angestellt. Was soll ich denn jetzt machen? Also, ich mache das jetzt nochmal. Nein, warte. Das ist nicht... Mist. Okay, pass auf. Dann stellen wir die Musik wieder ab. Das habe ich jetzt nicht verstanden. So, sagen weiterspielen. Klopf nochmal. Das könnte hinkommen. Aber sicher bin ich mir nicht. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Okay, jetzt direkt die Musik anschalten. Was ist jetzt? Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach den Rhythmus vom Marktplatz nicht aus dem Ohr.
Sag mal ganz ehrlich, hallo Schnitzel. Sag mal ganz ehrlich, wenn ich die wieder anschalte, dann muss es doch aber funktionieren. Den kapiere ich jetzt nicht. So, das ist das neue Klopfzeichen. Aber sicher bin genau, ich mir nicht. Etwas. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Wolltest du nicht klopfen? Ja, jetzt wird das alte klopfen. Können wir uns kurz und auf das Problem konzentrieren? Ich muss Goal finden. Es war nur ein Klopfstreich. So, das funktioniert nicht. Jetzt kann ich die Musik wieder anschalten. Jetzt müsste er das Neue hier eigentlich wieder vergessen, oder? Sehe ich das falsch? Wobei wir ja nicht auf dem Marktplatz waren, ne? Warte, jetzt haben wir die Hintergrundmusik. Jetzt müsste er doch eigentlich das Neue klopfen. Das Alte klopfen, wenn ich jetzt anklopfe. Das macht er aber nicht. Dann springen wir nochmal in die Kiste eben. Oder geht das nach Zeit? Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach den Rhythmus vom Marktplatz nicht aus dem Ohr. Aber das ist doch genau das, was wir machen wollen. Sag mal ganz ehrlich, versteht das jemand von euch? Also jemand, der es jetzt nicht weiß, es geht nach Zeit, okay. Was ist jetzt? Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Ich komme gleich raus. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach den Rhythmus also vom Marktplatz nicht aus dem Ohr. Also schneller geht's doch nicht, oder? Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach den Rhythmus vom Marktplatz nicht aus dem Ohr. Können wir uns kurz auf das Problem konzentrieren? Ich kann aus diesem Bildschirm echt nicht mehr raus? Ernsthaft jetzt, Leute? Ich komme hier nicht raus, bevor ich das Problem nicht gelöst habe? Hallo? Ihr habt doch einen Arsch offen, oder nicht? Ja, es ist ja lächerlich. Ich kann ja nur die Musik aus- und anschalten. Mehr kann ich ja nicht tun. Das könnte hinkommen, aber sicher bin ich mir nicht. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Wolltest du nicht klopfen? Ja, ich wollte klopfen. Eine einsame Tür in einer dunklen Gasse. Es war nur ein Klopfstreich. Muss ich ihm mal genau zuhören? Aha, klopfen ohne Musik. Dann verstecken und warten, meinst du? Gut, wir warten einfach mal. Ja, weil das ist eine Logik. Auf dem Schlitz sieht man zwei Balken, die ablaufen. Okay, probieren wir nochmal eben aus. Mal gucken eben. Das könnte hinkommen, aber sicher bin ich mir nicht. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Was ist jetzt? Ja, da sind Einstellungen, Musik, weiterspielen. Und wehe. Es war nur ein Klopfzeichen. Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach den Rhythmus vom Marktplatz nicht aus dem Ohr. Ach so. Gut, wir können natürlich... Okay, ich klopfe jetzt einfach ein paar Mal. Weil, wie Schnitzel schon schrieb, ne? Vielleicht
Ja, aber ich habe in der Kiste gesessen. Ich glaube nicht, dass ich da ewig drin sitzen kann. Das könnte hinkommen, aber sicher bin ich mir nicht. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das Alte klopfen? Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Tja, leider wieder daneben. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ach, das gibt es doch nicht. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Ja, da gehen jetzt Balken runter. Jetzt hänge ich da in der Kiste. Und? So, das reicht. Ich komme jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu. Foto. Hier ist ja niemand. Na, das ist wieder diese Telefonialogik, die sich... Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ah, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber. Das ist doch mal dasselbe gewesen, oder nicht? Hey, das war richtig. Eine Logik, die sich echt... Mann. Na dann... Worauf wartest du noch? Ja, ich hatte vor dem Verstecken rein, zu lange gewartet. Das wird's wohl sein. Mann, oh Mann. Was? Oder zu schnell wieder. Für den Feed, die Musik wieder einzuschalten. Okay, aber ich glaube, die ist jetzt ein bisschen arg laut. Aber ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen. Allein lass die einen dazu bringen, die Musik im Spiel abzuschalten, oder? Mann. Das kann ich wohl mit Schnelldurchlauf vorspulen, schneiden. Noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Schulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Was bist du denn? Wie war das? Was ihre? Bekommt ihr? Schulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Dialekt? Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, wie sie ihn anhimmelst, ne? Ja. Bravo, grandios. Aber mal im Ernst, was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier, genau. Kinderfasching. Fasching war letzte Woche. Ja, guck mal, wie sie ihn anhimmelt, ne? Erstmal Foto von machen. So, und hier kann man einiges machen. Ein Dia-Projektor, was ist das überhaupt? Das ist er. Das ist Bier und Chips, Sofa und alle glücklich? Oder was ist das da? Was wird das? Ist ja lustig. Sprechen wir erstmal mit den Leuten hier. Tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Mhm. Eigentlich hat er nicht wirklich getrommelt. Er ist auf seine Bongos gefallen und wir wollten nachsehen, was das für ein Geräusch ist. So sieht's aus. Ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Was ist die? Eine tolle Truppe hat Janosch da zusammengetrommelt. Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janosch aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Garlef mit reinschauen. Sia, schönen guten Abend. Was? Wie? Wo? Bad? Ach, ihr sprecht gar nicht mit mir, ne? Okay, wo ist denn Bad? Ich hab gar nichts gesehen von ihm. Hat der Hallo gesagt? Ich hab's nicht gelesen. Simon, schönen guten Abend. Ist mir eine Freude, dich überlesen zu haben. Was soll ich sagen? Dann schreib doch mal was. Ach nee, da, jetzt sehe ich ihn auch. Ein unauffälligen Blau heute. Sehr schön. Ja, moin, guten Abend. Mensch, alter Haudegen, du. Okay, sprechen wir mal mit Goal. Mir gefällt nicht, wie sie diesen Janosch anschaut. Gar nicht, habe ich aber eben schon... Der Gehirn scheint schlimmer beschädigt zu sein, als befürchtet. So sieht's aus. Oh, hallo Rufus. Bist du jetzt auch beim Widerstand? So bin ich. Immer zur rechten Zeit am falschen Ort. Hm.
Lass uns gehen. Hier passiert eh nichts von Bedeutung. Aber Janosch sagt, ich muss hier bleiben, um für die große Sache zu kämpfen. Und er ist immerhin der Anführer, weißt du? Ach, komm, ey. Janosch ist ein Trottel. Janosch sagt, man muss ein Trottel sein, um es mit dem Organon aufzunehmen. Dann ist er vielleicht überqualifiziert. Ja, immer ein Großer. Denk dran, was du jemandem sagen wolltest. WG? Denk dran, was du jemandem sagen wolltest. WG? Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Spielbezogen? Nee. Das hast du gerade mehr Fragezeichen ausgeworfen. So. Ich wäre ein viel besserer Anführer als Janosch. Aber Janosch hat den Masterplan. Janosch weiß doch nicht einmal, wie man das Wort Plan richtig ausspricht. Das liegt nur an seinem Zungenfehler. Er sagt, es handle sich um eine alte Verletzung, die nie richtig verheilt ist. Hat er zu viele Chili-Dogs gegessen? Es waren 25 in 10 Minuten. Wow! Oh Gott, das will. Siehst du? Er hat echt was drauf. Wegen Wohngemeinschaft. Da klingelt irgendwas, aber es ist ganz weit weg irgendwie und... Irgendwas klingelt da CPL bei Wohngemeinschaft. Es ist ganz weit weg und es ist ein Eiswagen, der fährt da irgendwo hinten entlang und ich komme gerade nicht drauf. Tut mir leid. Ich echt nicht. Genau, ja, so sieht's aus. Ich habe einen besseren Plan als Janosch. Wirklich? Janosch sagt immerhin, sein Plan sei der beste. Ja, klar. Wie kann es denn da noch einen besseren geben? Oh, Mädchen, du machst mich wahnsinnig. Aufregend. Was muss ich tun, damit du endlich mitkommst? Es tut mir leid, Rufus. Aber solange Janosch hier das Sagen hat, kann ich einfach nicht weg. Wie kann er das Sagen haben? Man versteht doch kaum ein Wort von dem, was er sagt. Ein wahres Genie kann man eben nie ganz verstehen. Genau, er will. Ja, mach du mal im Chat, genau. So. Aber es geht um deine Gesundheit. Wir müssen dein Implantat reparieren. Janosch sagt, wenn man für die gute Sache kämpft, muss man eben Opfer bringen können. Alles so. Klar. Und was ist sein Opfer? Er ist unser Anführer. Ich bin mir sicher, er würde für jeden von uns sein Leben geben. Wirklich? Also. Auch für mich? Kann er das dann bitte sofort machen? Das wäre super. Ja, Janosch ist wirklich super. Okay, alles klar. Lauf nicht weg. Janosch muss weg. Keine Sorge, hier bei Janosch bin ich in Sicherheit. Die macht mich fertig, die Frau. So, ich würde sagen, Janosch Hallo, muss weg. Hallo, Rekrut, was gibt's? Oh. Es heißt Rekrut genau. Mit K. Sag ich doch, Rekrut mit G. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch, will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Ja, doch, die Mama, ich glaube es nicht. Wo waren wir gleich? Absolut. Bei eurer Verwegenheit. Geil. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Was ist denn dein Plan? Mit P. Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns Chips. Über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Ja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort? Untergrundbewegung? Ach so. Okay. Mach ich. Naja, ja. Wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh. Okay, neuer Hinweis. Dein Plan ist Mist. Ich habe einen Plan, genau. Ich bin hier, erstmal um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Bei was denn? Bitte, was muss sie? Assistieren. Hör doch mal die Lauscher auf. Bowl braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davonträgt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Oh Mann. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, einen Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Ach, dafür ist er da. Okay. Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Batschifisten. Gesundheit. Batschifisten.
Hey, Bert, das wäre doch auch mal eine schöne Bezeichnung, ne? Für deine Community Bartschivisten. Also von der Idee her, oder? Das würde doch passen, oder nicht? Naja, so ein bisschen jedenfalls. Ein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann raus damit. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution. Ja. Okay, wir gucken uns mal in die. Moment, hier war dann noch was. Hier war nichts sonst. Nur die Lehrprojekte. Die Bühne ist aufgebaut. Die Show kann beginnen. Okay, dann zack, rein damit. Hey. Ach, Aufmerksamkeit. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Pucki machen wir gleich. Charisma. Check. Check. Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Jetzt gerade kann ich nichts mehr anklicken. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Wenn das jetzt wieder so blöd aufgebaut ist, dass ich gleich automatisch rausfliege, kann ich ja nichts für. Nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja. Eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Danach wird es ja wohl noch weitergehen, ne? Dass ich hier Poki anklicken kann. Oh, sonst wär's was ist denn gemacht. Das? Ein Black? Man kann ja gar nichts erkennen. Das ist ein Klecks, das ist ein Schnietel, das ist ein Tötel, das ist ein Symbol, das ist ein Irrtum. Was ist ein Schnietel? Ich würde sagen, wir nehmen den Schnietel. Schnietel klingt verwegen. Es ist ein Schnietel. Ein Schniedel? Was ist denn das? Ach komm schon, du wirst doch wohl einen Schnietel haben. Ich habe aber keinen Schniedel. Nicht mal einen ganz kleinen. Nein, ich habe nicht mal einen winzigen Schniedel. Sehr schön. Es ist einfach zu gut. Lass dich von dem Typen doch nicht verarschen, Janosch. Er hat gar keinen Plan. Er will sich nur über deinen Akzent lustig machen. Aber nicht doch. Nein. Ich wollte doch nur die Stimmung auflockern. Und Janosch selbst hat den Scherz auch verstanden und fand ihn lustig. Hab ich das? Aber keine Frage. Na gut, du ganz wortwahn. Was ist das denn nun für ein Black? Es ist ein Tötel. Ein Dödel? Was soll das bedeuten, Dödel? Was ist überhaupt ein Dödel? Sehr schön. Na, immer der fragt, ach, du Dödel. Sehr geil. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Du bist schon wieder darauf reingefallen. Ich glaube, Rufus rafft es einfach nicht. Das ist so erbärmlich. Janosch ist unser Freund, du Hintern. Wenn du glaubst, du könntest hier einen Stich landen, indem du ihn beleidigst, hast du dich getäuscht. Ich beleidige ihn doch gar nicht. Das macht er doch selber schon. Pack deine Dias ein und verschwinde. Ach komm, Jungs. Humorloser Haufen. Moment, das machen wir gleich nochmal, aber erst kommt Poki. Tja, und da sind wir jetzt also endlich im Unterschlupf des Widerstands gelandet. Baby Cole ist schon da. Und ja, hier lernen wir auch endlich den berüchtigten Anführer des Untergrunds kennen. Ich nehme ganz fest an, dass ihr euch alle genauso vorgestellt habt, wie er auch hier tatsächlich jetzt auftritt. Dazu kann ich nochmal sagen, dass es gar nicht so einfach war, speziell für die Übersetzung, diesen sehr konsequent durchgezogenen Sprachfehler von Janosch durchzuhalten. Das war tatsächlich eine große Herausforderung, insbesondere weil es später, ich darf es eigentlich noch nicht spoilern, hört mal kurz weg, später noch ein Rätsel gibt, wo dieser Sprachfehler und tatsächlich die exakte Logik hinter diesem Sprachfehler noch eine Rolle spielt. Ich konnte es nicht weghören. Dafür war es auch wichtig, für die Leute, die den Ton halt ausschalten, es gibt ja immer noch Leute, die halt ohne Ton spielen, diesen Sprachfehler möglichst konsequent im Text zu haben, damit man das Prinzip auch im Text erkennen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir bei den Studioaufnahmen halt diese Sätze mit seinem Sprachfehler geschrieben auf dem Textblatt hatten sozusagen, also in dem Textdokument. Und das heißt, der Michael, der den
der den Janosch gesprochen hat, der hatte halt erstmal die Schwierigkeit, überhaupt zu verstehen, was dieser Satz überhaupt zu bedeuten hatte. Ach ja, und okay, insbesondere auch da. Natürlich den gesamten Plan von Janosch zu verstehen, der natürlich auf jeden Fall auch ein bisschen konfus ist und Rufus ihn auch komplett zu Recht kritisiert. Denn ja, man muss Rufus einfach zugestehen, er wäre halt tatsächlich ein viel besserer Rebellenanführer, als es Janosch je sein könnte. Also, ja, viel Spaß bei diesem Minigame. Fall. Ich finde, das macht alles total Sinn. Ja, aber Baby Cole, du hattest jetzt gerade auch eine anstrengende, wie soll ich sagen, mittelmäßig Gehirnoperation, die halt auch mittelmäßig geglückt ist. Ich hatte was? Wir kommen später dazu. Genießt erstmal die Szene und erfreut euch an den bunten Trauben im Unterschlupf des Widerstands. Jetzt muss ich CPL mal fragen, der hat eben geschrieben, das darf Jorli jetzt nicht mitkriegen. Was hat Jorli denn mit Dödel zu tun? Musst du mir mal erklären. Was? Schwabbelix, guten Abend. Okay, wir schmeißen nochmal eine neue Runde Dias. Aufmerksamkeit habe ich jetzt, ja? Haben wir uns nicht deutlich genug ausgedrückt? Ach komm, jetzt wir wollen hier keine Großmäuler, die sich über Janosch lustig machen. Ja, ach, Schnee von gestern, oder? Ja, Schwamm eben. Drüber Traum. Und rubbeln. Ich wette, Janosch ist nicht nachtragend. Und er gibt mir sicher noch eine Chance, meinen Plan zu präsentieren. Immerhin könnte er eure Organisation mit einem Schlag zur Speerspitze des weltweiten Widerstandes machen. Ich dachte, wir seien bereits die Speerspitze. Die Speerspitze. Das will ich nicht wissen. Rufus, reiß dich zusammen. Ganz sicher. Sonst fliegst du. Nein, nein, schon klar. Ich bin ganz ernst. Ganz ernst. Ganz ernst. Na gut, was ist das denn nun für ein Black? Das ist ein Blacks. Ein Symbol? Ein Irrtum? Das kann man aber gar nicht anders benimmt Klecks. Das ist zunächst nur ein Klecks. Nur ein Klecks? Und das soll dein Plan sein? Ah nein, das ist nur das falsche Dia. Also, wenn du deine Truppen genauso wirst wie deine Wohlträge, dann gute Nacht. Janosch hat recht. Wir verschwenden nur unsere Zeit mit diesem Angeber. Oh, schade. Ich hatte mich so auf den Plan gefreut. Jetzt wartet doch mal. Das war doch nur ein Test. Es ist natürlich kein Klecks. Ja, was denn sonst? Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ah. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht. Ich hätte ja auch gerne mal den Würde genommen, ne? Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Eine Kaffeefitze. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Hm. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Ah. Was ist das? Das sieht schon besser aus. Was? Wenn man mich auch gefolgt. So. Das ist eine Organumbasis. Ein Springdurm. Springdurm? Naja, ein Unterschlupf, Stützpunkt. Das war der Sprengturm, oder nicht? Das ist ein Organon-Sprengturm. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich hab Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Sprengen. Die Welt in Erdball ausradieren, den Planeten zur Explosion bringen für eine Hyperumgehungsstraße. Der Organon will den Planeten zur Explosion bringen. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Wir müssen sie attackieren. Wir müssen sie angreifen. Wir müssen... Wo ist denn da... Ich verstehe das Minispiel gerade nicht. Ist doch relativ egal, was ich da... Oder nicht... Das ist so kompliziert, das verstehen die nicht. Das nehmen wir. Wir müssen eine Offensive starten. Rex. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Und zwar genau mittig.
Das ist die Position, die eine Ordnung ist. Und hier sind die Koordinaten. Das ist die. Es geht hier um Schlüsselwörter. Position, Koordinate, Lage, Standort. Ich habe aber den Hintergrund dabei noch nicht verstanden. Das hier ist der Standort einer dieser Organon-Basen. Nee, sie ist das Schlüsselwörter Ziel unserer sein. Ersten Aktion. Wow, der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, sein. Es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? Argus will hier eine Bombe abwerfen und dadurch um den Ozean entvölkern, um das Meer, um die offene Rostrote Meer. Zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das Rostrote Meer unbewohnbar machen. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Rufus hat recht. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Wir haben noch einen anderen Joker im Petto, die Aufstiegscodes. Wir haben noch einen anderen Trumpf auf Lager, ein Ass im Ärmel, einen weiteren Vorteil. Trumpf auf Lager, Ass im Ärmel. Was? Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Ich hätte das geheime Wissen den Halbsatz dahinter lesen sollen. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, Gottes Willen. Jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia.